So, servus Freunde, Tom und ich machen heute einen Ausflug, trotz nicht schönem Wetter. Es ist furchtbar neblig heute, ein richtig schöner Herbsttag. Wir sind auf der Burg Kreuzenstein in Leobendorf, außerhalb von Wien, andere Seite von der Donau. In Niederösterreich? Niederösterreich, in der Nähe von Korneuburg, glaube ich, ne? Zwischen Korneuburg und Stockerau, so könnte man das sagen. So in etwa, ja. Burg Kreuzenstein ist eine mittelalterliche Burg. Ich kenne die nur vom Vorbeifahren und deswegen haben wir gedacht, wir schauen uns die heute mal an. Du warst schon hier als Bub. Ja, genau, mit der Schule. Mit der Schule war der Tom hier. Das ist nicht mit der Baumschule, mit der Volksschule. 70 oder 80 Jahre her. Dankeschön, lieber Andreas, danke. Und wir gehen da jetzt mal rein und schauen uns das an. Ne? Maskenpflicht besteht natürlich, so wie überall heute. Aber ja, gucken wir mal, was uns da erwartet, oder? Ja, aber weil du das neblige Wetter angesprochen hast, das passt komplett. Das sieht gigantisch aus, gell? Ja, also das mit dem Nebel ist sehr, sehr mystisch, das Ganze. Ne? Genau. Ja, das stimmt schon. So, dann sagen wir jetzt erstmal Servus und bis gleich. Ne? Bis später. Ciao und viel Spaß beim Zugucken. Ja. Ich sehe nichts. Tom bläst dich ein. Ja, genau. Ich sehe absolut nicht viel heute. Servus, Freunde. Wir sind heute in der Burg Kreuzenstein. Ich trage meine Maske, weil es herrscht tatsächlich Maskenpflicht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber Tom hat gesagt, nee, ihm reicht es jetzt mit der Maske. Ist auch in Ordnung so. Wir waren gerade drin. Das war sehr interessant, fand ich. Ja, ja. Das Mädel, das die Führung gemacht hat, hat es richtig toll gemacht. Ja. Gut rübergebracht. Ne? Drin in den Räumen darf man natürlich nicht filmen oder fotografieren, aber es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja, ja, wirklich. Also erstaunlich. Man würde das gar nicht denken, wie oft ich da unten schon vorbeigefahren bin. Nie geglaubt, dass es richtig schön ist. Dass man die von der Autobahn gesehen hat. Richtig schöne mittelalterliche Burg, und die meisten von euch werden diese Burg auch kennen aus dem Film Der letzte Tempelritter mit Nicolas Cage. Die haben wir gefilmt. Wir werden den heute Abend nochmal angucken. Ja, weil erinnern kann ich mich an diese Burg nicht. Also wir schauen den Film nochmal. Ja, genau. Gut, das war's mal von der Burg. Wir bedanken uns fürs Zusehen und sehen euch beim nächsten Mal. Ja? Servus miteinander. Ciao, ciao.